So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe nochmal ein March of the Machine Epilog-Booster. Ein Epilog-Booster. 5-Karten-Booster. Wir gehen relativ zügig durch, würde ich sagen. Wir haben Reckless Handing, 2-mana Sorcery. Wir düsten ein Deck, dann Artefakt. Zeigen es vor. Shuffeln die unsere Hand. Dann discarden wir eine Karte at random und shuffeln noch das Deck. Und wenn ein Artefakt discardet wird, fügt er 2 Schaden im eben Gegner zu. Ist ein Artefakt-Tutor, was ganz nett ist. Tatsächlich. Golden Forged Top the Ricks. Sehr coole Karte. Ein blaues, ein weißes 1-3. Fliegend Lifelink. Und Legendary Creatures, die man permanente, die man kontrolliert. Permanente sogar. Krass. Haben Ward 2. Das heißt, auch eure Legendary Lands haben auch Ward 2. Und Planeswalker. Oh mein Gott. Ich habe den immer als Kreaturen begriffen. Coole Karte. Wirklich coole Karte. Dann haben wir Jorella Voice of Zalvir. Ein blaues, ein grünes und 2 farblose, 3-3. Zumindest Endsteps legen wir mit ein Land zu einem XX Blue Green Bird mit fliegend, wobei X die Anzahl an Karten in der Hand ist, wird still ein Land. Immer wenn Land-Kreaturen wie in der Schaden zu ziehen wir eine Karte. Spannend, bestimmt als Commander cool. Dann haben wir Copper Code, Vanguard, 202-2. Jeder Human kriegt +1/+0 und Ward 1. Auch hier Ward 1, hammergeile Karte, habe ich schon mal drüber geredet. Ich finde die Karte immer noch witzig. Wird leider nicht so krass im Human gespielt, wie ich es gerne hätte. Und wir haben Campus Renovation. Ein weißes, ein rotes und 3 farblose Sorcery. Wir bringen ein Artefakt oder Enchantment aus dem Friedhof wieder zurück ins Spiel. Dann exilieren wir 2 Karten in unserem Deck und wir können die bis dem Ende der nächsten Runde spielen, beziehungsweise sogar playen. Das ist wichtig. Dann haben wir noch ein Welcome to Ding. Und das war der Epilog-Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.